Hi Leute, hier ist der Kapitän. Ich wollte mal mit euch weiter trainieren. Der Feind unserer Feinde ist unser Freund. Wenn es die Zwillinge geschafft haben, Wrath auszuschalten, dann brauchen wir jede Hilfe, die wir bekommen können, um sie zu schlagen. Ich kann es nicht glauben, Wrath ist wirklich erschienen. Tatsächlich. Wrath wird hier Unterricht für uns machen. Oh, das ist ein schönes Bild hier. Das gefällt mir gut. Ja, Wrath, dann erzähl doch mal, was hast du denn für uns so? Okay, Bailey, bringen wir es hinter uns. Danke, dass du gekommen bist, Wrath. Deine Informationen helfen uns vielleicht, die World Endless zu besiegen. Leute, kommt zusammen! Yay, alle sind da! Was sagt denn Professor Wrath? Also, in unserer heutigen Strategiebesprechung wird uns Wrath erzählen, was sie über die Wellnelly-Zwillinge weiß. Okay, alle zugehört. Ich werde euch erzählen, was ich... Schicker Nimbus. Sky, bitte... Danke? Wo hast du ihn her? Jedenfalls nicht gestohlen, falls du das andeuten möchtest. Lasst uns einen kühlen Kopf bewahren, wir sind alle aus demselben Grund hier. Um herauszufinden, wie wir die Wellnellys besiegen können. Nachdem ich geheilt bin, bekomme ich hoffentlich noch eine Chance, gegen sie zu spielen. Aber dazu kommt es möglicherweise nicht, darum werde ich euch alles erzählen, was ich weiß. Murphy vermutet, dass Bagelan und Graffit Wellnelly Nachkommen von Dyle Levelin dem Gefährlichen sind. Diese Theorie ist stimmig und würde die Risiken erklären, die sie auf dem Feld eingehen. Es würde mich nicht überraschen, wenn du eine Menge mit ihnen gemeinsam hättest, Sky. Was soll das denn heißen? Konzentriert euch. Wenn sie Nachkommen von Dai sind, dann haben sie ein wildes Temperament und schrecken nicht vor Risiken zurück. Wrath, du bist die Einzige unter uns, die Bagelan und Griffith schon auf dem Spielfeld begegnet sind. Wie war es? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass sie immer in Bewegung sind. Sie bewegen sich so anmutig wie Wassermenschen im Wasser. Das ist überraschend, wenn man ihre Größe bedenkt. Und das ist noch nicht alles. Viel wichtiger ist, Graffit ist unerreichbar. Bagelan und Griffith sind ständig wie ein riesiger menschlicher Schild. Danke, Wrath. Es muss eine Möglichkeit geben, eine Schwäche in ihrer Strategie zu finden. Lasst uns darüber sprechen, wie wir ihre Verteidigung durchbrechen können. Also, wie können wir das denn schaffen? Wie es aussieht, können wir die Zwillinge nur aufhalten, wenn wir es schaffen, Bagelan aufzuhalten. Es muss einen Weg geben, an Bagelan vorbeizukommen. Können wir Bagelan irgendwie weglocken, Wrath? Zwei Wörter. Hohe Gewalt. Die Zwillinge bewegen sich wie eine Einheit. Dagegen müsst ihr etwas tun. Ich schlage vor, wir konzentrieren uns auf Bagelan. Ja, gut, schön, dass du auch schon drauf gekommen bist. Das Leben nach Seite Graffit einen persönlichen Leibwächter. Glaubst du, die Zwillinge sind gitzelig? Willst du sie durchgitzeln auf dem Feld, Bohne? Wir müssen an Bagelan vorbeikommen, wenn wir Graffit erreichen wollen. Sind wir ganz sicher, dass wir Wrath vertrauen können? Wenn ich noch eine Chance hätte, würde ich ihn einen Klatsch oder sowas von verpassen, also ihr werdet nicht so schnell vergessen. Bagelan wegzulocken ist ungefähr so schwer wie einen Berg zu versetzen. Wie können wir etwas Unaufhaltsames aufhalten? Ich versuche kreativ zu denken. Ja, toll, Bohne. Wie es aussieht, können wir die Zwillinge nur aufhalten, wenn wir es schaffen, Bagelan aufzuhalten. Wir haben viele gute Ideen besprochen. Scheinbar müssen wir uns auf Bagelan konzentrieren, wenn wir Bagelan und Graffit aufhalten wollen. Wenn wir es schaffen, ihn von Graffit wegzulocken, haben wir vielleicht eine Chance. Ich weiß nicht so recht, wie du jemanden weglocken willst, der unaufhaltsam ist. Vielleicht, wenn ich noch unaufhaltsamer bin. Wie wäre es, wenn sich unsere beiden Treiber auf Bagelan konzentrieren? Genial, wenn wir es schaffen, Bagelan abzulenken, dann steht Graffit alleine da. Ihr vergisst ein kleines Detail. Als Sucher wird Bailey ungeschützt sein. Du bist ein leichtes Opfer. Kein Problem, ihr könnt auf mich aufpassen. Jeder hat einen Plan, bis er einen Klatscher ins Gesicht bekommt. Wenn du ausfällst, ist Ravenclaw chancenlos. Das klingt nach einem perfekten Moment, um meine freundschaftliche Zusammenarbeit mit Charlie fortzusetzen. Wenn unser Plan funktionieren soll, brauche ich seine Hilfe, um einen Weg zu finden, mich zu schützen. Danke, Wrath. Jetzt sind wir quitt. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Oh, das heißt, die Strategie mit Wrath ist zu Ende und ich arbeite jetzt wieder mit dem Sucher von Gryffindor zusammen. Weil man Quatsch, ist ja gar nicht der Sucher. Aber ist auch ein Spieler bei Gryffindor. Ja, nee, dann mache ich jetzt mal Arrivederci's Over and Out und in der nächsten Folge geht's dann mit der Gryffindor-Connection weiter.